Herzlich willkommen zu meinem zweiten Case-Opening. Heute mal mit Cam. Ich hoffe, dass ich ein Knife ziehe und dann eine supergeile Reaktion hier zeige. Bei meinem Glück wahrscheinlich eher nicht. Ich habe mich heute für 5 Shadow Cases entschieden und 5 Wildfire Cases. Bei den Shadow Cases habe ich es besonders auf die Frontside Misty abgesehen. Und bei den Wildfire Cases... Was wollte ich da haben? Die Nova Hyper Beast. Nein, kleiner Spaß. Was wollte ich denn da haben? Da hatte ich doch letztens noch... Ich glaube, es war die Desert Eagle. Genau, die Kumichu Dragon. Gleiches Prozedere wie letzte Mal. Ziehe ich das, was ich haben möchte, behalte ich's. Zieh Shit, bekommt ihr's. Ist der Shit zu groß, bekommt ihr es nicht, weil es lohnt sich einfach nicht für euch. Ich hoffe, dass ich am Ende einfach wieder 2 Skins rausgeben kann. Dann fangen wir mit den Shadow Cases an, würde ich sagen. Und wir öffnen Behälter Nummer 1. Da seht ihr nochmal die Skin. Oh, die Wingshot ist auch schick. Natürlich die Shadow Daggers, ne? Braucht man nichts mehr zu sagen. Dann geht's mal los. Pray, pray, pray. Oh, schade. Es ist die Farmer Survivor Z. Ah, da kann ich nicht wirklich als Einsatz erprobt. Also schick sah sie nicht aus, aber Einsatz erprobt haben wir sie. Ach, so knapp vorbei. Mensch. Die Kill Confirm sieht auch gut aus, sehe ich gerade. Also ich glaube, das lohnt sich. Ey! Schon wieder die Survivor sie. Aber die ist Stat-Track. Immerhin ist sie Stat-Track. Die könnte man eigentlich Kampfspuren. Aber sie ist Stat-Track. Immerhin. Jetzt haben wir das gleiche wie mit den abgesägten Schrotflinten. Hoffentlich nicht, ey. So. Shadow Case Nummer 3. Alles Stat-Track. Aber ich glaube, selbst die Stat-Tracks sind heute. Die sieht aber nicht so ganz so viel used aus. Die ist minimal wear. Können wir gleich auch nochmal gucken, wie viel die wert ist. Ist auf jeden Fall auch Stat-Track. Nummer 4. Gezogen. Alter Vater. Ich hoffe, die Aufnahme funktioniert vernünftig. Scheiße. Was ist denn das für eine Minimal Wear? Oh, ich muss kurz nachgucken. Jetzt habe ich den Namen falsch geschrieben. Golden Coil. Hier ist die Minimal Wear. 2615. Wow. Damit habe ich einfach jetzt schon, das Geld raus. Was zum Teufel? Es kann doch nicht sein, ohne Scheiß mal. Das ist... Ich habe jetzt einfach von 5 scheiß Shadow Cases... Dreimal die Survivor Sieg gezogen. Nicht, dass ich mich beschweren möchte, aber dreimal die gleiche Waffe. Okay. Gut, dann gehen wir zu den Wildfire-Kisten. Scheiße, eigentlich kann ich schon aufhören. Das ist schon geil jetzt. Holy, holy, holy. So. Wo ist die Kumicho Dragon? Okay, ist es die Glock? Royal Legion. Es ist immerhin ein Purple Skin und die sieht auch an sich nicht besonders... Das Einsatz erprobt. Sah aber jetzt nicht so aus, finde ich. Nehmen wir die. Oh, Jungs und Mädels. Mein Herz, mein Herz. Ich raste aus. Ist das krass? Oh. Scheiße. Ich werde dieses Case Opening 100%ig schneiden müssen. Schon wieder eine Farmers. What the fuck?
fuck. Farmers Valance. Die sieht auch nicht schlecht aus. Oh, das gibt schicke Skins für euch. Ich sag's euch. Die ist... Oh, gut. Die ist Factory New. Ist auch mal schick. Komm, gib mir doch noch die Desert Eagle. Dann bin ich echt zufrieden. MP7 Empire. Das sieht mal aus wie so ein bisschen wie so ein bisschen Augenkrebs, ne? Aber eigentlich echt ein schicker Skin. Nur keiner spielt die MP7. Die ist fabrikneu. Und jetzt haben wir das letzte Case. Ich würde ja am liebsten direkt neue Keys kaufen. Aber nein, wir bleiben bei unserem Gewinn heute. Ich werde euch wahrscheinlich auch noch ausrechnen, wie viel Gewinn ich tatsächlich gemacht habe. Die Cases habe ich nämlich alle in-game bekommen und habe nur die Keys gekauft. Und dann werde ich euch eine Aufstellung machen am Ende. Und jetzt hoffen wir nochmal für meine Desert Eagle Kumicho Dragon. Und bekommen nochmal die MP7 Empire. Aber es ist mir voll egal. Weil dieses Case Opening sich einfach schon mega gelohnt hat. So, zwei Skins zum Raushauen. Das wird einmal auf jeden Fall. Die ist auch Kampfspuren, die ist auch Kampfspuren. Das wird einmal eine Pharma Star Trek Survivor Z sein. Ob Star Trek oder nicht, könnt ihr euch dann aussuchen, weil ist ja, weiß nicht, egal irgendwie. Der zweite Skin wird sein die AWP Elite Build. Also wer gerne die AWP haben möchte, können wir uns auch nochmal angucken. Die AWP haben möchte, schreibt in die Kommentare AWP. Und wer die Farmers haben will, der schreibt in die Kommentare Farmers. Ist jetzt natürlich nicht die beste Condition, aber es ist Star Trek, es ist eine Farmers. Und wer überhaupt keine Skins hat, freut sich auch über sowas, da bin ich mir sicher. Und ja, dann rechnen wir mal aus und stellen auf. So, hier, wie versprochen, einmal die Zusammenstellung der Sachen. Und zwar habe ich insgesamt, wo ist es? Da. 18,09 € Gewinn gemacht. Dadurch, dass die Skins alle zusammen 40,09 € gebracht haben und die Keys nur 22 gekostet haben, Cases habe ich wie gesagt gezogen, also auch nichts dafür bezahlt, komme ich auf ein Plus von fast 20 €. Und ich würde sagen, ausbaufähig, aber auf jeden Fall Daumen hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, vergesst nicht zu abonnieren und ja, vielleicht bis zum nächsten Case Opening.